Bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Es ist mir eine große Freude. Willkommen zurück. In Hyrule. Hyrule. Ah, schnell noch die Brille gewechselt. So. Gute Nachricht. Greenscreen hat ja in der vorvorherigen Aufnahme nicht funktioniert. So kann man das formulieren. Ich bekomme ein neues Keylight zum Ausleuchten des Greenscreens. Dann probieren wir das Ganze nochmal aus und dann wird es hoffentlich funktionieren. Das ging ja gar nicht mit diesen unsichtbaren Augen. Das war ja eine Katastrophe. Jo, willkommen zurück. Es regnet bald. Und ihr wisst, wir müssen uns ja dann den Octoroksee ansehen. Bis dahin würde ich mich einmal in Richtung des... Ups. Das Ding jetzt. In Richtung des Eldra-Kessels aufmachen. Und mal schauen, was da auf uns wartet. Wobei... Wir gehen erstmal hier hin. Zum Alpapas. Was mache ich denn hier? Also blau. Glaubt man gar nicht, ne? Was für banale Fotos uns noch fehlen. Ein Kroggy. Schick mir extra ein Ruhesignal. Was soll ich nur machen? Wir kommen gleich wieder. Sicherheitshalber. Immer diese Octoroks. Hack.
Jupp. Noch ein Königsschild. Nö. Wir sind overquipped, glaube ich. Ist okay. Zwei Kisten, wow. Ja, nee. Nee, nee. Ich bin so müde. Ja, okay, ich hier. Mein Trinken. Hä? Mist. Es regnet gleich. So, und da waren wir ja schon. Ne? Wir sind ja schon mal lang gelaufen. Wir haben also einen Alpa-Pass schon halb gesehen. Da ist ja auch schon der Turm, genau. Da ist dann auch schon der Stall hier in der Richtung. Sonst geht's aber noch, ja? Pass gefälligst auf, hat er gerade zum Wolf gesagt. Hilfe! Okay, hau einfach ab. Ich mag ja diese Bockblindtruppen. Das wird Schock schon wieder, mein Freund. Du weißt ja, der ist da unten. Ich zeig's dir trotzdem nochmal. Ich schick mir zum Rauchsignal. Thank you.
Hat gut geklappt, oder? Danke, dass du meinen besten Freund zu mir gebracht hast. Ja. Ja. Hey, tschüssi. Gern geschehen. So, jetzt aber auf zum See, der jetzt im Regen die Form eines Octoroks hat. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber das Spiel wird wissen, was es sagt. Regen und Klettern, da war ja was. Er hat tatsächlich eine andere Form. Wir müssen es von oben sehen. Ich habe mein... Trinken wirklich nicht hier? Also mein Trinken ist echt nicht hier, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Sieht nicht aus wie ein Octorok. Oh, Moment. So, da bin ich wieder. Ja, ja. Komisch. So, da bin ich wieder. Sorry. Es wird auch gleich garantiert noch was kommen, wenn ich dann muss ich nochmal auflegen. Auflegen. nochmal ans Telefon. Ist aber nicht schlimm. Kamera an, da bin ich wieder. Ich sehe halt keinen Octorok. Ich sehe einen Octorok. Haha, lol. Seht ihr ihn auch? Aber von wo aus? Octorok-See in Octorok-Form. Okay. Nice. Also man hat es gut gesehen aus dem Himmel. Cool. Nasser Stein. Jetzt bin ich mal gespannt, das wird dir das erste. Oh, hallo, Kleiner!
Ah, Link, du siehst immer noch nach diesem leeren Bilderrahmen, hä? Huh? Wenn ich ein Bild des Sees hätte, würde ich es da aushängen. Ja, guck mal hier. Ich habe eins. Wirklich? Du hast ein Bild vom Octorok-See in Octorok-Form gemacht? Zeig es mir bitte. Oh, wunderbar. Das ist genau das Bild, das ich sehen wollte. Würde nur zu gerne ein Bild mit diesem Motiv im Stall aufhängen. Darf ich es abmalen? Ja, natürlich. Oh, vielen Dank. Dieser See sieht wirklich wie ein riesiges Monster aus. Monster muss man eben mit Monstern schlagen. Dieses Bild wird uns sicherlich gut beschützen. Und jetzt brauche ich nur noch etwas Zeit, um es abzumalen. Keine Sorge, ich bin ein sehr guter Maler. Okay. Es ist wieder genau unser Motiv. Naja. Ja, ich wusste es doch. Das passt perfekt zu diesem Stall. Ich bin dir zu großem Dank verpflichtet, Link. Ach, daran kann man sich kaum satt sehen. Bilder vom Octorok-See in Octorok-Form male ich ab und hänge sie auf, so oft du willst. Wenn du das Bild ändern möchtest, zeig mir einfach ein anderes. Als eine kleine Aufmerksamkeit schreibe ich dir einen Stallpunkt gut. Oh, und bitte nimm auch das hier, eine Spezialität unseres Hauses. Tja, nur deine Tasche ist voll. Ich wollte dir eigentlich ein leckeres, hausgemachtes Gericht unseres Stalls überreichen, aber unsere Stallehre gebietet uns, dir eine angemessene Belohnung für deine Verdienste zukommen zu lassen. Wir werden sie dir überreichen, wenn du Platz geschaffen hast. Komm dann einfach wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Gerade erstmal voll gegen das Mikrofon gehauen. Ich mach das noch kaputt, ich sag's euch. Wir werden sie dir gerne überreichen, wenn du etwas mehr Platz hättest. Komm dann einfach wieder. Also, die Köstlichkeit, das leckere Gericht, meint er ja. So, cool. Das heißt, wir können in jedem... Ja, die Belohnung fehlt noch. Okay, es ist ja ein Proviant, ein Gericht. Wie schön, dass du hergekommen bist. Ich möchte gerne meine Belohnung haben. Oh, Link, hast du schon deine Belohnung für die Kunst erhalten? Hier ist sie. Ein Wildreis, dankeschön. Ich kann das Bild im Rahmen ändern, wenn du möchtest. Zeig mir einfach ein anderes. Cool. Ein Bild des Octorok-Sees in Octorok-Form ziert nun den Stall von Ost-Akala. Dessen Besitzer Riso zeigte sich darüber sehr erfreut. Wenn du ihm ein neues Foto mit demselben Motiv bringst, kannst du das aktuelle Bild gegen die neue Aufnahme austauschen. Das ist ein sehr süßes Detail, dass wir jetzt jeden Stall so individuell anpassen können. Gut, gut, gut. Dann geht's jetzt in Richtung des Eldra-Kessels. Genau, rote Markierung, blaue Markierung kann weg. Krog kann weg. Genau, sehr schön. Und dann erledigen wir das jetzt. Es wird super. La, la. Eldra-Kessel, da haben wir dann auch die nächste Quelle und ich sagte ja schon, dass ich vermute, dass wir dafür dann einmal Eldras Kralle abschießen müssen. Da haben wir nochmal das Irrschloss im Himmel. Können ja auch mal wieder mit Desert reiten, oder? Statt rumzulaufen. Ja, und dann kommen wir jetzt doch langsam in die interessante Ecke hier oben. Ne? Viel ist es ja da nicht mehr. Hallo, der Sorg. Da war doch gerade ein Krogzelt, oder? Hier ist kein Krog. Sieht nicht so aus. Mhm. Was war hier nochmal? In Breath of the Wild waren hier fliegende Wächter, oder? Hier unten. Und da musste man sich so an den Wächtern vorbeischleichen.
Jetzt ist hier gar nichts mehr, Fragezeichen. Ein Ziel, wenn wir dann in den Untergrund gehen, in einer der nächsten Aufnahmen, ist definitiv, dass wir... Aha! Ah, zwischen den Bäumen durch. Ja, recht langsam. Ja, so. Guck mal, sehr schön. Sehr dynamisch, Desert. So. Eine Aufnahme, wenn wir... Ein Ziel für die Aufnahme, in der wir in den Untergrund gehen, ist auf jeden Fall, dass wir unsere Batterien voll machen. Also so viel Sonanium sammeln, dass wir uns davon dann diese Energiezellen kaufen können. Und ihr wisst Bescheid. Und hier kommen wir in die nächste Quelle. Oder zur nächsten... Zur nächsten Quelle, in der damals Zelda versucht hat, ihre göttliche Kraft zu offenbaren, die Quelle der Kraft. Ich vermute mal einen Stein hier oben drauf, oder? Ah, okay, ein Flitzer. Oh, wir haben ihn gefunden. Tschüss. Mhm. Mit dem Schwert, der du in Andacht vor mich triffst, wirst du mir helfen, die Statue der Muttergöttin wiederherzustellen? Finde den purpurroten Geist von Eldra, der umhüllt von Flammen durch den Himmel gleitet. Biete sodann eine Eldra-Klaue an, diesem Quell hier als Opfergabe dar. Eldra? Die Verkörperung von Feuer in der Form eines gewaltigen langen Drachen, der ganz wie Purpur glänzt. Richte nördlich des Todesberges deinen Blick gen Himmel, um Eldra dort majestätisch dahinziehen zu sehen. Eine Eldra-Klaue? Scharfe Klauen von Flammen umhüllt, sodass dem Drachen bloß niemand zu nahe kommen möge. Schießt du jedoch von fern, so könnte eine Klaue zu Boden fallen. Überlass das mir. Bitte, ich flehe dich an. Okay. Die Statue der Göttin bei der Quelle der Kraft zeigte sich betrübt darüber, dass die Mutterstatue umgestürzt ist und bat dich, sie wieder instand zu setzen. Bringe der Quelle eine Klaue des purpurroten Geistes Eldra. Ja. Wie war denn das nochmal? ...103 Schreine, 459 Crocs, Leute. Das ist ganz schön viel. Das ist ganz schön viel. So. Taborasa.
Also da ist die Quelle der Macht, da waren wir gerade. Da ist der Eldra-Kessel. Da ist das Akala-Institut. Archipel von Nordakala. Na, da sieh mal einer an. Da haben wir es auch tatsächlich geschafft, hier zu landen. Und das war ganz schön weit, ne? Von da aus. Aber von wo kommt Eldra denn? Aus dem Todesberg raus? So, jetzt muss ich tatsächlich nochmal pausieren. Ah, das hier ist schon gemacht, um da hochzufliegen, ne? Bin sofort wieder da. So, hoho. Das sollte es gewesen sein. Das war jetzt wahrscheinlich der letzte Anruf. Also, wir haben hier unseren Flugapparat, mit dem wir offensichtlich zum Labyrinth fliegen sollen. Wir starten mal direkt durch. Wir können hier einen Marker setzen, dass wir wissen, dass wir hier schon mal gewesen sind. Und dann müssen wir nur nachher gucken, dass wir nicht vergessen, noch die Kralle von Eldra zu holen. Da ist schon mal ein Schrein, das heißt, wir können von da aus auf jeden Fall schon mal überall hingleiten, wo wir hinwollen. Oh, wie krass, die eine Batterie, habt ihr das gesehen, wie dadurch schon die Schwerkraft oder die Balance verändert war? Irlandhimmel! Mogisari-Schrein. Da ist Eldra. 16 Uhr. Aha, fast 17, ne? Ich schreibe das mal kurz auf. Okay. Da ist einfach das Ranell, die Ranellspitze. Da waren wir. Ah, die Spielwelt ist schon Hammer. Gut, rein da. Wir haben Schwerelosigkeit. Übermut zum Sprung. Mogisari-Schrein. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was mit. Ich meine, wir hatten schon ein bisschen was. Ich verstehe schon, ja.
Also es ist einfach eine Rennstrecke. Wie bei so einem, wie heißt das nochmal hier? Carrera-Bahn. Zwei Raketen sollten reichen, oder? Wären wir da drüber geflogen? Was? Geiler Schrein. Abgefahren. Oh, Besucher dieses Bannschreins, der das uralte Böse versiegelt. Sei gelobt dafür, es bis hierher geschafft zu haben. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Orte ruht. Uns fehlen aber noch Mittelfinger und Ringfinger, ne? Und uns fehlt aber nur noch ein Weise von den vier Gebieten. Da muss Zelda Nummer 5 sein. Und wir haben schon wieder vier zusammen. Cool. Cool, cool, cool. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Noise. Noise, noise. Jetzt haben wir noch den Klotz hier vor uns, ne? Wir holen jetzt einfach die ältere Kralle, wisst ihr das? Können uns hier wieder hochporten, oder? Oh mein Gott, ernsthaft? Alter. Ja, ja, ohne Bogen kann man nicht schießen. War jetzt schon mein Fehler. Was soll ich dazu sagen? Oh.
geht sicherlich auch einfacher, oder? Aber wenn der jetzt einmal da ist. Habe ich denn irgendeinen Holzbogen? Ja, hier. Älterer Klaue. Eine Klaue, die brennend heiß gewesen sein soll. An Waffen erhöht sie ihre Angriffskraft erheblich, auch zum Kochen oder Verkaufen geeignet. Sorry. So. Gut, haben wir die schon mal? War jetzt nur so, weil ich dachte, komm, wenn die da jetzt wenn der um 20 Uhr immer noch da rumfliegt, der gute ältere Drache, bevor der nachher gleich nicht um 17 Uhr da rumfliegt, dann stehen wir da und brauchen die Kralle und ich ärgere mich, dass ich sie nicht einfach mitgenommen habe. So. Jetzt aber. Hörschloss Himmel. Du, der du dieses Labyrinth des Himmels betreten hast, dieser Ort wird deine Weisheit auf die Probe stellen. In diesem Labyrinth sind 4 Vorrichtungen verborgen. Aktiviere alle 4. Irland-Prophezeiung. Am Eingang der riesigen Ruine, die am Himmel über dem Meer von Akala schwebt, hörtest du erneut die ominöse Stimme. Sie trug dir auf, die 4 Vorrichtungen zu aktivieren, die im Labyrinth verborgen sind. Massiver Sonaniumschild. Eins. Die sind ja sogar markiert. Und ich irre hier rum.
Das ist tricky. Oder auch nicht, wie man es will. Kann sich hier bisweilen ja ganz gut durchnavigieren. Einmal Ausdauer bitte, danke. Also hier rum, ja. Okay, Nummer 2. Ja, ist cool. Ist gut machbar. Eine Kiste, okay. Gibt es jetzt Fallschaden oder nicht? Ich habe Angst, auf den Boden aufzukommen. Ja, es sieht aber tatsächlich richtig aus. Hier rum. Nicht? Doch. Ach so, hier hin. Und dann. Mhm, okay. Easy. 3 von 4. Ja, da rein. Oder? Ja.
Jawohl. 4 von 4. Mhm. Ist das eine Anlage? Meine Güte. Du, der du das Labyrinth des Himmels durchschritten hast. Der Weg vom Labyrinth in der Erde hinab in die Tiefe ist nun nicht mehr versperrt. Verborgen im Herzen der Erde, beweise mir deinen Mut und wage den Sprung in die Tiefe. Nur dann wird sich dir der letzte Weg offenbaren. Wie war das nochmal? Wir müssen am Ende den Fallschirm öffnen, ne? Es gelang dir, die letzte Vorrichtung auf dem Dach des am Himmel über dem Meer von Akala schwebenden Labyrinth zu aktivieren, woraufhin die Stimme erneut ertönte. Immer so frei. Und ängstlich. Das wäre fast schon wieder passiert, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Okay, es ist wieder ein Irrschluss auf dem Boden. Abgrund auf Irland. Irland Untergrund. Das sollte spannend werden. Hallo, ihr Kleinen. Ich finde eine versteckte Truhe. Nice. Delta-Kriegerklinge. 50. Okay. Ja, haben wir mal eben nebenbei noch das Irrschloss gelöst, ne? Warum nicht? Das kennen wir jetzt inzwischen. Das kennen wir inzwischen.
Ich sehe es nicht. Danke, Tolin. Wie er den letzten Schuss noch gesetzt hat. Toll. Master Sword. Schön. Aber hat doch gut geklappt, oder? Okay. Ich würde sagen, Schloss Nummer 2 ist damit ebenfalls erledigt. Damit gibt es noch eins in der Gerudo-Wüste. Du, der du das Labyrinth der Tiefe durchschritten hast. Durch dein körperliches und geistiges Geschick vermochtest du, den Herausforderungen dieses Ortes zu trotzen. In Anerkennung deiner Leistung übergebe ich, Herrscher der Drachen, dir nun deinen wohlverdienten Lohn. Beseelt von einem bösen Geist anderer Dimensionen und uralter Zeit soll dieses Stück von nun an deinem Schutz dienen. Kein Grund, hier gleich das Licht auszumachen. Unheilsreiterrüstung. Diese Rüstung ist angeblich von einem bösen Geist aus einer anderen Dimension beseelt. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Da haben wir jetzt auch schon zwei Stück von, ne? Alter, mit dem Umhang. Ist das nicht auch Ganon aus, Ocarina of Time? Na, der Umhang ist ja mega. Okay, aber mit 4-4 natürlich aktuell sehr schlecht. Müsste man eben entsprechend aufwerten. Okay. Das ist der Ausgang oben raus tatsächlich, okay. Hier haben wir nochmal ein paar Irrlichter. Sonau Energiesphäre. Ist auch okay. Ich wollte euch übrigens was zeigen. Also, das ist unser Weg bis jetzt auf der Ebene von Hyrule, auf den Himmelsinseln, im Untergrund. Ja, jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie viel Zeit wir noch im Untergrund verbringen werden. Delta-Krieger-Breitschwert. Ja, da müssen wir die als nächstes mal alle
verwenden. So, damit würden wir nach oben kommen, schätze ich mal. Das ist eine abgesperrte Höhle hier. Aber eine Lichtwurzel. Dann brauche ich gar keine Pfeile mehr verschießen. Erst gucken, ne? Kusagi-Wurzel. Passend zum Sch... Ja, okay, macht Sinn. Oh, ja, ja, der Untergrund wird super. Ich freue mich da wirklich drauf. Das klingt vielleicht ein bisschen ironisch. Ist es auch vielleicht ein bisschen, aber ein bisschen freue ich mich auch drauf. Die Wurzel des Lichts vertreibt das Dunkel und erhellt deine Umgebung. Wow. Ich übersetze mal, da ist nichts anderes. Dann gehen wir doch jetzt glatt hier hin, gehen zur Quelle der Kraft und geben noch die Kralle ab, oder? Die Klaue von Eldra. So dass wir beim nächsten Mal dann tatsächlich langsam aber sicher in Richtung Nord-Akala gehen können. Okay, war jetzt ein kleiner Ausflug zum Irrschloss. Ging gefühlt sogar einen Ticken einfacher als beim letzten Mal, aber... Also als das erste Irrschloss. Aber wir haben auch mehr Herzen. Wir wissen inzwischen besser, wie der Boss funktioniert. Also dieser Würfelboss. Wird ja auch einfacher, muss man dazu sagen. Hallo. Ach du mal wieder. Scheint sehr mitteilungsbedürftig zu sein. Das heißt, der Gott der Pferde hält sich hier in der Nähe auf. Na egal, wo er ist. Willst du irgendwas kaufen? Ja, ich nehme die 15 Pfeile. 16 Rubine bitte. Dankeschön. Kann ich sonst noch was für dich tun? Na gut, dann schöne Weiterreise und so. Wünsche ich auch. 233 Pfeile. Dass hier aber auch kein Krog ist. In diesem ganzen Gebiet finde ich merkwürdig. Ja, war in Twilight Princess, war in Breath of the Wild auf jeden Fall mit den Wächtern, die hier rumgeflogen sind, ein sehr haarsträubendes Erlebnis, sich hier durchzuarbeiten. Also nochmal, an diesen Quellen hat Prinzessin Zelda versucht, ihre göttliche Kraft zu entfesseln, um eben dann die Verheerung versiegeln zu können. Das hat ja nicht funktioniert. Jahrelang, bevor die Verheerung kam, hat es nicht funktioniert. Erst eben als Link beinahe gestorben wäre, ist es ihr gelungen, die Macht des Triforce zu befreien. Oder zu kontrollieren, wie man möchte. Stimmt. Ins Wasser, ne? Dank dir, O Recke, konnte ich der Muttergöttin-Statue meine Kraft senden. Lass mich dir einen verdienten Lohn für deine Treue und Hilfsbereitschaft gewähren. Eine Göttin-Statue verbleibt noch von jenen, die wie ich über Quellen wachen. Gedenke des schlimmen Schicksals, was die Muttergöttin-Statue erleiden musste, und hilf auch meiner Schwester. Wo ist die denn?
Eine letzte Göttinstatue verbleibt noch von jenen, die wie ich über Quellen wachen. Okay. Na, aber es ist doch auch ein fantastischer Ort, um die Aufnahme zu beenden, oder? Dann würde ich vorschlagen, dass wir hier beim nächsten Mal weitermachen. Wir werden uns dann langsam aber sicher in Richtung der Ebene von Nordakala aufmachen. Wir müssen ja auch noch das Welke-Plateau erkunden. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen erst hier hin, gucken uns hier die Ecke an. Nee, gar nicht. Wir gehen erst hier lang. Wir gucken uns hier das alles an und dann gehen wir hier oben rum zurück und gucken uns das an. Und dann werden wir höchstwahrscheinlich noch einmal nach Ateno reisen. Oder? Genau, wegen dem Teleportmedaillon. Dann gehen wir noch einmal zum Institut und dann gehen wir von Ateno aus, von mir aus hier, in den Untergrund. Da sind wir auch direkt bei der nächsten Magierstatue. Fantastisch. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war das zweite Irrschloss. Das war die Quelle der Kraft. Und ich freue mich auf die nächste Aufnahme. Bis dann. Ciao.